Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute die letzte Episode von meinem Leveling mit meinem Hochbergtauren machen, denn mittlerweile ist er Stufe 9. Ne, nicht Stufe 9, sondern 109 ist er sogar schon. Und zwar hat er auch schon ein bisschen was von dem Level. Ich habe hier schon ein, zwei Dinger hier nebenbei gemacht, wo ich schon mit dem Palam aufnehmen war. Und wir haben jetzt noch zwei World Quests offen. Da wird er nicht ganz 100 mit hitten. Aber ich denke mal, es dürfte einen guten Boost nochmal bringen. Und ich habe blöderweise, wie ihr gerade hier seht, den Warmode an. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber immer, wenn ich den Warmode anhab, sehe ich nur Leute von der gegnerischen Fraktion. Und ich habe eben mit dem Paladin das schon gemacht. Da waren nur Hordler da. Und der Paladin ist ja Allianz, ne? Und, ach doch, schau mal, da ist doch einer, der mir freundlich gesinnt ist. Den laden wir jetzt einfach mal in eine Gruppe ein. Ich nenne ja ganz gerne alle. Dann ist man nämlich ein bisschen schneller unterwegs. Ah, schau, der hat sogar angenommen. Wunderbar, als erstes machen wir mal die Käfige auf. Die haben wir. Dann muss ich hier noch so ein Bonusding aufmachen. Und ja, ich hatte jetzt, der ein oder andere mag sich fragen, dass er jetzt die Zwischenlevel nicht mitgekriegt hat. Zwischen 100 und 110. Das liegt daran, weil ich das auch oft über Invasionen gemacht habe und dann halt quasi einfach nur eine Viertelstunde Invasion, dann hat es sich nicht gelohnt, eine eigene Folge draus zu machen. Deswegen habe ich, oh, das ist wieder ein Hordler, ein Ali, so rum. Da haben wir ein bisschen vorsichtig sein, dass wir da nicht reingeraten und niedergemäht werden. So, warte mal, jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt hier alle zusammenpull. Ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich jetzt mit dem die Wormod-Skills mit. Oh, Kacke, das ist einer von der gegnerischen Fraktion. Nicht, dass der gleich Rambazamba mit mir machen will. Es sieht noch gut aus, aber der hat den. Hat er den Boss gehittet? Ah, super, der hat mir den Boss geklaut. Du Dreckiger. Aber ich krieg die Mobs, krieg ich recht gut to tot, ne? Ich hab sogar zwei Sachen vom Mod geskillt. Wunderbar. Solange die mich jetzt nicht alle angreifen. Aber ihr seht, seit der Leveländerung machst du hier mit dem Lowtwink und der hat nicht mal eine Artefaktwaffe, ne? Die du jetzt übrigens auch gar nicht mehr brauchst, ne? Also ihr braucht euch eigentlich mit dem Twink. Es lohnt sich nicht, die Artefaktwaffe zu spielen. Klar, es dauert eine Viertelstunde, aber die Viertelstunde ist mir fast schon zu schade, für die Artefaktwaffe aufzubringen, weil es ist eigentlich wurscht, ne? Die bringt dir nicht mehr sonderlich viel, außer du hast natürlich krasse Sockel, hätte ich jetzt fast gesagt, hier diese Artefaktrelikte. Dann ist er natürlich höher als deine 0815-Level-Waffe. Aber sonst, ehrlich gesagt, brauchst du sie nicht unbedingt. So, wir müssen jetzt nochmal den Boss hier töten, den der eine mir jetzt weggeklaut hat, blöderweise. Und dann sind wir eigentlich mit dem schon durch. Und dann muss ich. Ah, nein, ich muss die Höhle noch machen. Ah, die ist immer ein bisschen ätzend. Die ist immer ein bisschen ätzend. Die Farbe deines GSs, wie ändere ich die? Die hier. Das ist, glaube ich, ein Add-on, das das ändert. Ich glaube, wenn dann ist es Denyas Charakterstats oder 1-O-Item-Level könnte es auch sein. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, weil vielleicht kennt ihr das, wenn ihr bestimmte Addons schon so lang drauf habt, dann wisst ihr irgendwann nicht mehr, welches Addon was macht, ne? Und zum Beispiel letztens, ich habe ja heute ein Video hochgeladen habe ich ein Video und habe irgendwas gesagt über, dass ich nicht erholt bin, obwohl ich erholt war, lag daran, weil ich im Standard-Interface auf der Beta war und ich schlichtweg nicht mehr weiß, wie es das dann quasi die Farbe ändert hier unten, ne? Das weiß ich nicht, das wusste ich halt nicht, weil ich im Classic habe ich, glaube ich, und Anfang Burning Crusade habe ich mit dem Standard-Interface gespielt und seit Mitte Burning Crusade spiele ich mit Addons, also hier mit Dominos, ja. Und das sind über 10 Jahre und irgendwann vergisst du dann halt so Sachen, ne? Wenn du halt ewig nicht mit dem Standard-Interface mehr spielst. That's the problem. Ah, schau mal, hier ist sogar eine Gruppe drin. Was? Ich wurde abgelehnt? Ernsthaft? Warum? Lass mich in die Gruppe rein. Die haben mich ernsthaft abgelehnt. Was sind das für welche? Habt ihr das gesehen? Der Gottkönig wurde abgelehnt. Blasphemie. Die trauen sich was. Die trauen sich was. Die wissen nicht, mit wem sie sich gerade hier anlegen. Ich werde dich finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. René, grüß dich. Was lohnt sich, das Transmogmount zu kaufen? Naja, wenn es dir nicht wichtig ist, irgendwo in der Pampa transmoggen zu können, dann nicht. Dann kannst du dir auch für 16.000 Gold das normale Expeditionsjack kaufen und quasi damit sälen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das amortisiert sich relativ schnell. Gottkönig der Liche und Golfer. Ja, der bin ich. Der bin ich. Weißt du, da hast du einmal so ein Poloshirt, ansonsten wirst du als Golfer abgestempelt. Unglaublich.
Unglaublich. Soll ich mein Stripper-Cop-Outfit wieder anziehen? Ach ja. Jetzt habe ich hier eine Insignie, ne? Die ich aber auf der falschen Taste gebindet habe, sehe ich gerade. Die habe ich auf der falschen Taste gebindet. Die Insignie. Bringt natürlich auch viel. Was hast du denn da für ein Bild gepostet, Cornflakes? Level 9 Rare, der war vor 2 Wochen. Ist das dieses. Ah ne, Level 9 Rare ist ein anderes. Da gab's ja irgendwie so ein Schwert, das so in Regenbogenfarben geleuchtet hat, was ja jetzt alle Farmen in. Nach wie heißt's hier? In Stranglethorn unten. Hab ich gesehen gehabt. Wo alle jetzt denken, boah, das Ding ist so viel wert, weil es eine Weile nicht im Spiel war. Ja klar, das ist ein Haufen wert, weil es eine Weile nicht im Spiel war. Und jetzt ist es wieder im Spiel und da wird der Preis ziemlich schnell runtergehen. Also ich glaube, manche Leute, die blicken echt nicht, wie bestimmte Mechaniken gehen. Wenn was nicht mehr erhältlich ist, wird was teuer. Wenn es aber dann wieder erhältlich ist, dann ist es einfach nur ein ganz normales, stinknormales Item, wie alle anderen auch. Dann ist es am Anfang noch teuer, weil es viele nicht haben. Aber der Preis, weil es halt dann viele Farmen werden, gerade weil so viele Videos draußen sind, wird halt sehr schnell in den Keller gehen und dann wird es genauso viel wert sein wie irgendein anderes Gammel-Item auch von dem Level. Also von dem her, weiß ich nicht. Also ihr werdet es dann nicht für 5 Millionen in dem Monat verkaufen können, sondern vielleicht noch für 50.000, ja? Wenn überhaupt. Mal gucken, vielleicht weniger. Je nachdem. Der Rare spawnt hier, glaube ich, jede Stunde oder so, habe ich gehört. Das ist das chromatische Schwert, genau, das habe ich gemeint. Wie gesagt, Namen und Dings. Taylor im Polohemd, ja. Ja. Achso, du hast ein Bild davon gemacht? Du hast ein. Was? Naja, wenn ich auf deinen Link drücke, dann kommt nur ein Herz. Okay, lassen wir das. Ich sollte nicht auf irgendwelche Links drücken. Ich brauche jetzt noch ein Portal zum Schließen, ne? Sehe ich hier gerade. Wo ist das letzte Portal? Ich weiß nicht, irgendjemand spammt da irgendwelche asiatischen Zeichen rein. Dem bin ich leider nicht mächtig. Man könnte sie durch einen Google-Übersetzer hauen, aber ja. So, wie viel EP brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen jetzt noch ein bisschen über 50.000, dann sind wir auch mit dem Level ab. Mit meinem letzten verbündeten Volk, zumindest vor Battle for Azeroth. Ich bin ja vorhin gerade mit dem Dings Stufe 110 geworden und dann haben wir Hochbergtauren, dann gibt es natürlich noch die Dunkeleisenzwerge und die Magar, aber das ist dann erst relevant, wenn die draußen sind und das geht ja dann erst, wenn wirklich das Addon live ist. Ein Momo-Troll, ja, das ist, ja, weiß ich nicht, was sich der oder die davon verspricht. Das ist japanisch, okay, kennst du dich da aus mit den Unterschieden? Also, ich bin jetzt am überlegen, was wir machen. Ich hab schon, also, die bisschen EP, die wir hier noch brauchen, da gibt's jetzt ein paar, ach, scheiße, kommen wir jetzt nicht aus dem Kampf raus? Lass mich aus dem Kampf raus. Oh, ernsthaft. Jetzt können wir schon wieder im nächsten Mob in Kampf. Bitte. Ach, ich hasse dich. Ich könnte natürlich. Warte mal. Wie viel EP kriegt man denn von diesen Mobs hier, wenn ich die einfach alle zusammenziehe und ummetzel? Gibt's da viel EP für? Nee, ich glaube, ich gehe jetzt dann einfach. Jetzt testen wir das mal. Was brauche ich denn? Ich brauche jetzt noch etwa 60.000. Bisschen unter 60.000 EP brauche ich. Um Level abzukommen. Was kriegt's denn hier? Es gibt hier 1000. Naja, zwischen 800 und 1000 EP kriege ich für einen Mob. Ach, für die großen kriege ich sogar 2k. Lohnt sich das? Ich könnte jetzt hier x Mobs umhauen. Oder es gibt natürlich effizientere Möglichkeiten. Wenn, dann gehe ich nach Dings, hole mir die Schätze. Nach MOP, ne? Das wäre die Möglichkeit. Oder ich hole mir noch so ein Bonusziel, was ich offen habe, was halt 70.000 bringt. Dann hätte ich es auch fertig. Bloß da muss ich halt ewig lang hinfliegen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt, weil in dem Gebiet habe ich die Bonusziele schon fertig gemacht. Deswegen bin ich mir da jetzt unsicher, ob sich das rentieren würde. Schau mal, vielleicht bringt der Arsch Philipp, der große Mob, wenn ich den umbox. 50.000. Warte mal, hat er jetzt 400 EP gebracht? Hä? Der Elite-Mob, den ich jetzt irgendwie ewig gebracht hat, um zu kloppen? Ne, hat 900 EP gebracht und die anderen Mobs haben 2000 gebracht. Was macht denn das für einen Sinn, dass der krasse Elite-Mob, für den du dreimal so lange brauchst, wenn nicht sogar noch mehr, um den umzuklopfen,
dass der weniger oder die Hälfte, sogar weniger als die Hälfte an EP bringt, wie der krasse Mob. Nee, wie diese stinknormalen Mobs. Das macht ja gar keinen Sinn. Schauen wir mal, wie viel ich zusammenpullen kann. Habe ich blöderweise keinen Inka mehr ready. Oh, das sind Ranges. Weil ich, weiß ich, könnte jetzt natürlich. Oh, da laufen schon die ersten zurück. Ich könnte jetzt natürlich zu so einem Invasionsding fliegen. Ne, zum. Na, wie heißt es, zu so einem Bonusziel quasi. Aber das wird, glaube ich, zu lang dauern. Da haue ich lieber hier ein paar Mobs um, um die restliche bisschen EP, was ich noch brauche, zu machen. Ja, das reicht, oder? Siehst du, das ging jetzt schneller, als wenn ich nach Valsharah oder nach Ding rüber geflogen wäre. Wunderbar, da sind wir 110. Das kann man natürlich auch immer machen. Ja, da hat jeder Mob hier 2000 EP gebracht, komischerweise. Hm, gar nicht so schlecht. So, jetzt gehen wir mal zum Hochberg. Dann können wir nämlich unsere Traditionsausrüstung einmal holen. Die wir dann eigentlich auch transmoggen wollen. Komme ich hier aus dem Fight raus? Ah, was will... Nein! Nein! Ich hasse das. Weißt du, deswegen mag ich die Nachtelfen so gut. Dann machst du einfach Shadow Melt bis weg. Hier läufst du nämlich mit den Mobs dann immer ewig in eine Richtung. Addest das nächste. Range es wieder aus. Addest das nächste. Das führt immer. Das führt nie zu irgendwas, ja. Du addest immer irgendwas, weil die Welt natürlich viel zu voll gepackt ist. Alter, ich bin jetzt hier schon halb im Meer draußen. Komm, ihr merkt doch selber, dass das hier einfach keinen Sinn macht. Wollen wir jetzt nach Nordend drüber schwimmen? Ernsthaft? Ernsthaft? Schau mal, wie weit wir jetzt schon geschwommen sind. Immer noch nicht? Immer noch nicht? Vielleicht jetzt? Also da hinten ist vielleicht gleich Nordend, ne? Wenn wir jetzt noch weiter schwimmen. Oder Kalindor. Was ist denn mit den Viechern? Was ist denn mit den Viechern? Wir sind jetzt im großen Meer, ne? Also, wir sind jetzt hier wirklich im Meer draußen. Das juckt die halt nicht. Okay, jetzt sind wir aus der Zone draußen. Jetzt sind wir aus der Zone rausgefaced. Deswegen sind die Mobs weg. Das war lächerlich, wie lange die einen verfolgen. Schau mal, wie weit wir da geschwommen sind. Wir sind nicht von hier geschwommen, sondern von da hinten, wo der Baum war. Von da sind wir aus geschwommen. Unglaublich. Nein, ich will die nicht. Ich will die nicht umkloppen. Ich will da so raus. Wir machen danach. Ach nein, jetzt bin ich hier, warte. Ich muss dort. Nee. Warte, ich muss dorthin, ja, genau. Nee, Nordend wär nach oben gewesen. Also hier, naja, wohl, na, ich weiß gar nicht, ich bin so quer geschwommen, es könnte vielleicht sogar Nordend sein. Ich mach später PvP, davor machen wir noch das DH-Speed-Event. DH-Speed-Event, so, warte. Also ich muss nämlich jetzt eh in Hochberg, aber es gibt ein Dings, ein Portal, das geht glaube ich schneller, wenn ich so rum mach. Halt, ich bin ja Hordler, shit. Shit, jetzt haben sie mich wieder rausgeportet. Warte, ich war nämlich gerade hier, ne, und bin so nach oben geschwommen, so raus, und wenn wir jetzt rausgehen... Wenn man hier nach oben schwimmt, dann kommt man in Nordend raus. Ne, in anderen Gebieten, wenn du so rüberschwimmst, aber ich bin hier oben gewesen, bin geradeaus hoch. Ja, Nordend kommt hin. Mit dem Schlachtzug geht's nicht. Du kannst keine Quest im Schlachtzug machen. So einfach ist die Sache. Also du kannst bloß 5 Leute mitnehmen. Ich find's ein bisschen schade, die sollten irgendwann mal... Ach kacke, jetzt hab ich mich verportet. Die sollten irgendwann mal das machen, dass ganz Azeroth quasi begehbar ist. Also dass du quasi von der verheerten Küste nach Zandala fliegen kannst, nach Kalendor, weißt du? Dass das da alles zusammen ist. Weil wenn du es jetzt auf der großen Karte anguckst, es ist immer weit auseinander. Das wäre eigentlich schon cool, wenn du so von Insel zu Insel quasi fliegen könntest. Vor allem auch hier MOP und Zandala, das ist nicht weit auseinander, ne, wenn du es jetzt hier siehst. Das wäre eigentlich schon gut. Aber das sind halt, die liegen halt alle auf verschiedenen Servern, deswegen geht's halt einfach nicht, ne? Ich kann euch nachher mal was zeigen. Wir können nämlich theoretisch mal von irgendeinem Gebiet so weit nach oben fliegen, wie es geht. Und dann seht ihr, dass ihr... Ich habe das, glaube ich, mal getestet, ne? Ich habe mal... Wo waren das? Also, da war Kalin... Da war das hier. Das hier Königreiche waren noch hier. Also, dann war das fast dran. Dann bin ich mal hochgeflogen. Und dann war von... Also, quasi von hier irgendwie... hochgeflogen und war quasi von, wenn du auf der Worldmap geguckt hast, schon hier, aber war noch mitten im Wasser, ja? Weil das halt auf einem anderen Server liegt, also du kannst da gar nicht hinfliegen. Also, Blackrock, nicht möglich, muss ich dir widersprechen, das stimmt einfach nicht. Die haben quasi mit den Möglichkeiten, die vor 10 Jahren waren, das Ding hier auf einem Server gekriegt. Mit den Möglichkeiten 10 Jahre später wäre es mit
ich bin kein Technikexperte und ich, ne, aber ich bin mir zu hundertprozentig sicher, dass es im Moment mit aktueller Technik möglich wäre, bei Vipen alles auf ein Ding zu packen. Die Umstellung, dass du quasi von vielen Servern auf einen das packst, wäre wahrscheinlich ein Riesenaufwand, das wird Blizzard nie machen. Das ist mir durchaus klar, das werden sie nicht machen. Aber möglich wäre es mit Sicherheit, weil du musst rechnen, wie sehr die. Pack mal einen PC vor 12, 13 Jahren aus und vergleich den mit jetzt, mit dem jetzigen Standard. Das sind Welten an Rechnerkapazität, an Leistung und diese ganzen Sachen, das sind Welten auseinander. Also da kann mir keiner erzählen, dass das nicht möglich wäre. Also das halte ich für schlichtweg nicht richtig. Aber es wäre ein riesen Aufwand für Blizzard, diese Server alle zusammenzupacken. Das mit Sicherheit, das glaube ich. Aber möglich wäre es sicher. Möglich wäre es sicher. So, da haben wir unsere Traditionsausrüstung. Oh, mein Addon spackt wieder. Das ist sie. Wobei, ich muss fast sagen, ich lasse die richtige mit dem hier. Seht ihr, das ist die Traditionsausrüstung. Die hatte ich schon. Die sieht ganz cool aus, aber das Set, was ich mir geholt habe, finde ich, sieht cooler aus. Deswegen lasse ich das mit dem Char und werde das nicht transmoggen. Ich finde, das passt richtig gut. Auf das Set bin ich fast ein bisschen stolz. So, gut. Warte mal, bloß die Handschuhe passen nicht mehr dazu. Habe ich andere Handschuhe bekommen? Ich glaube. Warte, ich muss trotzdem nochmal raus und einmal umtransmoggen. Ah, du hast mir Kautelar gesaved. Danke nochmal an der Stelle. Warte mal. Haben jetzt so komische Handschuhe an. Ich mir das. Nee, das habe ich mir nicht gesaved, das Outfit. Ich hatte doch. Nee, welche hatte ich denn? Nee. Oder waren das die? Ah, fuck it, ich habe mir das wieder nicht abgespeichert, weißt du? Nee, das war. Die waren's, klar. Ja, genau, schau, die passen dazu. Die waren's. Gut, okay. Dann packen wir den mal kurz nach UG. So, okay. Mit dem Video war es das eigentlich jetzt auch schon wieder an der Stelle. 110 sind wir, Ausrüstung haben wir auch an der Stelle und jetzt, so stand jetzt, alle verbündeten Völker einmal auf Maximum, also sprich hier Void Elf, Nightborn, Lichtgeschmiede, Draenei und Hochbergtauren. Wir sind mit dem Leveling damit durch. Achievements haben wir alle eingeheimst und ja, mit dem nächsten Char wird es dann erst wahrscheinlich mit der Battle for Azeroth weitergehen, wenn wir dann hier die Dunkeleisenzwerge bzw. die Magar-Orks einmal auf dem Stand haben. Dann werden wir wieder ein bisschen weiter leveln. Aber ich denke mal, bis dahin haben wir auch noch genug andere Sachen zu tun. Euer Chela, bis zum nächsten Mal. Ciao.